Hallo ihr lieben Gartenfreunde, die nächste Sorte hier, die ich euch zeige, ist eine besondere Sorte. Ich kenne sie eigentlich aus dem Russischen, kommt auch aus Russland, die platzt hier. Das ist genau der Moment, wo ich meine Tomaten abernte für die Samen. Sie ist sehr, sehr reif, sehr weich, obwohl sie hier noch leicht, ja, vielleicht unreif ausschaut, aber so sieht die Tomate aus. Das ist der Name, aus dem Englischen wahrscheinlich übersetzt, Severe Melon. Im Russischen schreibe ich es hier dazu. Diese Tomate hat eine wunderbare, schöne Geschichte. Das ist eine Familiensorte, also eine sehr alte, traditionelle Familiensorte, die von den Wolgadeutschen aus Russland stammt. Man hat die Tomate, diese Sorte, aus Deutschland wahrscheinlich mitgenommen und noch dort in Russland angebaut, als Familienreliquie sozusagen. Und es ist eine sehr, sehr seltene Sorte. Habe ich mir sagen lassen, ich habe eigentlich davon nur ein einziges Samen bekommen. Nochmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du mir den einen einzigen Samen zukommen hast lassen per Post. Und ja, so sieht die Tomate aus. Ich wollte sie unbedingt anbauen. Schaut, so sieht sie aus. Natürlich ist der Ertrag hier jetzt, wie auch alles dieses Jahr, nicht bombastisch. Aber ihr seht, das ist eine Fleischtomate, hat eine sehr schöne Farbe, so ein bisschen Ochra. Also so ein rot-braun, ja, eigentlich ochrafarbig, also karamellig ein bisschen. Sollte eine sehr, sehr süße Sorte sein. Wir probieren sie natürlich gleich. Das ist eine Sorte, die ins Freiland gehört, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr nur Freilandtomaten angebaut und somit wäre mein Gewächshaus leer gewesen. Deswegen ist sie hier drin gelandet, aber ich werde sie auf jeden Fall noch im Freiland testen. Aber erstmal abernten, wiegen, probieren und schauen, ob sie wirklich so lecker ist, wie man von ihr behauptet und was ich so gehört habe und was man von ihr spricht. So, schaut sie euch an. Die zwei Hübschen haben wirklich eine besondere Farbe. Ich werde sie jetzt wiegen. Die Pflanze habe ich am 21. März gesät, will ich einfach dazu sagen. Das ist keine noch vom Februar-Tomate, nein, das ist wirklich Ende März. Man hat mit mir geteilt, schaut, also 150, 160 Gramm, aber ich weiß, die Tomate kann mehr. Das sind die ersten Tomaten in diesem schwierigen Jahr und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. So, und jetzt möchte ich gerne wissen, ob die Tomate wirklich so lecker ist, wie man behauptet. So, jetzt bin ich hier gespannt, was mich da erwartet. Wow, also es ist eine Augenweide, auf jeden Fall. Es ist ganz wenig Flüssigkeit, also ganz wenige flüssige Teile hier, auch wenig Samen, was natürlich weniger schön ist. Aber ich will ja auch eine leckere Tomate haben und nicht nur Samen gewinnen, stimmt? Deswegen wird jetzt angeschnitten und probiert. Ich bin sehr gespannt. Zum Vergleich muss ich mir natürlich wieder eine andere Tomate dazu holen. Ich habe mir jetzt meine Sherryfinger-Tomate dazu geholt, weil ich die mit den meisten Tomaten vergleiche, einfach aus dem Grund, weil die sehr süß ist und ich will es ja wirklich wissen. So sieht die Tomate innen aus. Fruchtfleisch, sehr schöne Farbe. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Also, ich habe zuerst das Stückchen probiert und dann hier meine Sherry, Fingersherry. Fingersherry ist hier eindeutig süßer. Aber die Konsistenz dieser Tomate und das Aroma ist unschlagbar. Also, durch diese fleischige Menge, die man hier drin hat, hat man sehr viel Aroma und es ist auch ein anderes Essvergnügen, also ein anderes Kaufvergnügen, sagen wir so. Und zu der Verteidigung von dieser Sorte muss ich sagen, die stammt aus dem Gewächshaus und meine Sherryfinger wohnt in meinem Freiland und wird von der Sonne geküsst. Vielleicht liegt es daran. Aber dennoch ist sie sehr aromatisch, auch fruchtig und süß, bis man natürlich die probiert. Ich probiere sie jetzt mal im Vergleich zu der Sorte Renette, die jetzt desto trotz, dass sie so eigentlich nicht groß gut im Geschmack ist, trotzdem eigentlich zu den sauren Sorten zählt, zu den frühreifenden sauren Sorten, aber ich fand sie sehr gut. Ich probiere sie jetzt mal noch mit Renette und dann
weiß ich endgültig, wo ich liege. Im Vergleich zum Rennet schmeckt die Tomate sehr aromatisch, eine gewisse Süße ist da. Rennet ist nicht so süß und ich kann sagen, es ist einfach ein anderer Geschmack, eine Tomate, also nicht typisch tomatisch, hat eine gewisse Fruchtnote dabei. Also ich würde sie auf jeden Fall wieder anbauen. Bin froh, dass ich diese Sorte bekommen habe, weil sie so eine schöne Geschichte hinter sich hat. Und mach natürlich Samen, aber wie ihr seht, sind nicht viele Samen. Ja, mei. So wie es ist, so ist es. Also, das war die Tomate Severemelon oder auf Russisch Surovaya Dynja Nemtsov Poволжья. Ein sehr langer Name. Wer Russisch sprechende mir zuschaut, versteht den Namen.